Meine Freunde, nichts an, gehe ich heute Morgen in Warcraft to Humble und was muss ich sehen? Schon wieder ein neues Update und Digga, es ist noch fetter als das letzte. Nachdem ich mir das Update geladen habe, wurde mir das hier angezeigt. Die Skins sind da, Digga. Es ist so unfassbar geil. Ich dachte, das große Update kommt erst zum Global Release, aber nein, es ist jetzt schon da. Und in diesem Video erzähle ich euch alles, was ihr über das Update wissen müsst. Freitag geht das Game dann global, da werde ich auch einen 24-Stunden-Stream machen, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, also lasst mir gerne ein Abo und ein Follow da. Wir starten ins Video, let's go! Wir gehen der Reihe nach die Änderungen durch und fangen an mit den PvP-Changes. Im PvP gibt es ja wie in jedem Game verschiedene Ränge, welche ihr durch eure Ehre freischalten könnt. Nun wurde das Level-Cap der einzelnen Truppen angepasst. Wenn ihr mit einem Anführer unter 999 Ehre habt, dann sind alle eure Truppen inklusive Anführer auf Level 1. Bis 2000 Ehre sind sie dann Level 3, bis 3000 Ehre maximal Level 5 und ab 3000 Ehre gibt es dann keine Obergrenze mehr. Da ist es dann wieder so wie gehabt, dass euer Mini-Level durch 3 geteilt wird und aufgerundet. Das habt ihr ja bei mir schon gesehen, dann spielst du halt nicht auf dem Mini-Level, das deine Minis sind, sondern auf ein Drittel davon. Geile Änderung jetzt auch, es können sich nur noch Spieler innerhalb des Level-Caps matchen. Das heißt, es gibt keine richtig unfairen Matches mehr, zumindest nicht mehr im Low-Level-Bereich. Die nächste Änderung ist die Sammlungsstufe. Bisher brauchte man nur 5 Punkte für eine Sammlungsstufe, jetzt braucht man 50. Aber keine Sorge, es ist natürlich jetzt auch einfacher, die Punkte zu bekommen. Das wurde halt geändert, damit die Erfolgserlebnisse häufiger sind. Ein Mini auf die nächste Seltenheit zu upgraden, gibt jetzt 5 Punkte. Und ein Mini ein Level höher zu machen, gibt 1 Punkt. Finde ich persönlich eine recht geile Änderung. Letztendlich macht es kaum Unterschied. Aber es fühlt sich ein bisschen mehr nach Belohnung an, wenn du immer mehr Punkte bekommst, auch wenn es letztendlich das gleiche ist. Balance-Änderungen gab es auch noch, 2 kleine bei den Anführern. Die erste Änderung bekommt der gute Talnos. Seine Grundfähigkeit ist euch bekannt, wird ein Zauber gespielt, geht er eine Stufe hoch. Allerdings ist dies nicht mehr unendlich, sondern nur noch maximal auf 10 Stufen eingeschränkt. Finde ich als Talnos-Spieler ein bisschen schade. Ich fand es eigentlich immer so geil, Talnos mit einem nur Zauberdeck zu spielen. Aber letztendlich sind 10 Stufen immer noch genug. Also wenn du ihn anstatt auf Level 5 dann auf einmal auf Level 15 spielst, Digga, dann ist das immer noch ein Riesenbonus. Also ja, es ist ein Nerf, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so ein kranker Nerf ist. Weil komm erstmal auf deine 10 Stufen. Beim Sneed ist es dasselbe. Auch da wurden die Bonusstufen, die er durch sein Talent bekommt, auf 10 beschränkt. Auch da das gleiche wie bei Talnos. Ja, es ist ein kleiner Nerf, aber komm erstmal auf die 10 Bonusstufen. Wenn du die hast, dann bist du schon ganz vorne mit dabei, bevor dein Sneed gestorben ist. Also von daher, Digga, passt. Eine Änderung gibt es noch in unserem Lieblingsmenüpunkt, dem Grid. Dort gibt es nun deutlich weniger Mini-Talente, um die Spieler nicht zu überfordern bei der Auswahl der Talente, welche sie sich kaufen sollen. Deswegen gibt es da jetzt mehr Sterne als Talente zu kaufen. Finde ich persönlich gar nicht so eine geile Änderung, weil die Talente halt so wichtig sind. Ja, man muss sich da reinfuchsen, aber ich glaube nicht, dass Spieler sehr überfordert sind, wenn mehr Talente im Grid sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Änderung auch ein bisschen eher dafür da ist, dass die Leute sich mehr Sterne kaufen und Talente ein bisschen seltener sind, damit sie sich ein bisschen besser anfühlen. Und wenn man ein Talent im Grid ist, dass dies dann auch direkt gekauft wird. Nächste Anpassung bei den Lichtbogen-Energiekosten für die Upgrades. Insgesamt braucht man jetzt leicht weniger Lichtbogen-Energie, um ein Mini von Common zu Legendary zu upgraden. Ich lese euch mal die einzelnen Upgrades vor. Häufig bis ungewöhnlich 500, ungewöhnlich bis selten 2000, selten bis episch 8000. Und episch bis legendär 20.000. Da gibt es nichts Negatives zu sagen. Wenn es günstiger ist, nehmen wir es gerne mit. In der Armee gibt es jetzt auch noch eine Änderung. Da wird es nämlich teurer. Wenn ihr euch dazu entscheidet, ein Upgrade umzutauschen, kostet das jetzt keine 50 Gold mehr, sondern 250 Gold. Wahrscheinlich, damit man es nicht ganz so häufig macht. Aber eine positive Sache gibt es noch. Sobald man ein Upgrade bekommt, kann man es direkt ändern und man muss nicht erst seine kompletten Slots usen. Trotz allem finde ich, dass 250 Gold dafür schon ein bisschen happig sind. Ich finde, sowas könnte schon fast gratis sein, weil es einfach geil ist, seine Armee mal anzupassen. Man möchte neue Decks ausprobieren und man möchte nicht für jedes Deck Gold bezahlen. Finde ich irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Auch im Dungeon gibt es noch eine krasse Änderung. Die kann ich euch leider jetzt nicht einblenden, weil ich gerade im Dungeon so weit bin, dass sie für mich nicht mehr wirkt. Aber im nächsten Dungeon, da kann ich ordentlich damit arbeiten. Es ist nämlich jetzt so, dass ihr Dungeon-Level überspringen könnt, wenn euer Held viel höher ist als der Dungeon-Gegner.
Ja. Insgesamt könnt ihr bis zu 3 Stufen gleichzeitig aufsteigen, wenn euer durchschnittliches Armee-Level mindestens 2 Stufen höher ist als das Dungeon-Armee-Level. Digga, das ist so unfassbar geil. Ihr bekommt trotzdem die Belohnungen, auch für die Level, die ihr nicht gespielt habt, und spart euch massiv Zeit. Wie langweilig ist das, mit einem Level 17er Helden die ganze Zeit erst ein 5er Dungeon, 6er Dungeon, 7er Dungeon, 8er Dungeon bis Dungeon Stufe 13 oder so zu spielen, bis es dann zumindest mal ein bisschen Anspruch kostet. Es war einfach wirklich ziemlich nervig und zeitauftreibend und das ist jetzt endlich vorbei. Dazu gibt es noch eine Menge neuer Relikte, auch welche, die sich auf die Türme auswirken. Das gab so auch noch nicht so viel. Ist auch ganz geil, mit neuen Mechaniken kann man immer gut arbeiten. Und bei den Relikten gibt es noch eine Riesenänderung, die habe ich mir letztens schon gewünscht. Und zwar werden die Relikte für die Dungeons täglich neu gewürfelt. Heißt, wenn ihr mit einem Helden hardstuck im Dungeon seid, wegen den Relikten, weil die halt Müll sind, so war es bei mir nämlich letzte Woche, wartet ihr einfach einen Tag und dann könnt ihr es mit neuen Relikten nochmal versuchen und vielleicht kommt ihr dann doch nochmal 1-2 Level weiter. Also das ist wirklich eine Änderung, wo ich sagen muss, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Richtig geil. Und jetzt Leute, last but not least, scrollt ihr ganz nach unten in eurer Collection, seht ihr es schon, die Skins sind da, Digga. Für den Start gibt es 2 Kategorien von Skins, Turmskins und Koboldskins. Auch da gibt es gerade mal 2 verschiedene. Es gibt erstmal den Murloc-Skin, einmal sowohl für den Turm als auch für den Kobold, den ich schon habe. Den konnte man sich durch das BlizzCon-Paket holen. Könnt ihr immer noch, kostet 50 Euro. Ob sich das lohnt, müsst ihr selber wissen. Und zum Start des Global Release wird es nochmal 2 Skins geben. Auch ein Turm-Skin und ein Kobold-Skin. Bisher habe ich nur meine BlizzCon-Skins bekommen. Die sehen auch in-game unfassbar geil aus. Ganz cool finde ich, dass die Turmskins nicht bei jedem Turm gleich aussehen, sondern dass der Hauptturm ein bisschen anders aussieht als der Nebenturm oder einer der Nebentürme. Ist ganz geil gemacht und ich bin gespannt, wie viele Skins noch in den Game kommen und wie man die Skins dann letztendlich erwerben kann. Ob man die alle für Echtgeld kaufen muss oder ob es auch welche für Gold gibt. Ich glaube, da kommt noch ziemlich Großes auf uns zu. Mehr gibt es in diesem Video gar nicht mehr zu sagen. Es gab noch ein paar kleine Bugfixes, die wurden aber auch gar nicht extra aufgelistet. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Wenn euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Bye, bye, euer Psy.